Rap. Hallo miteinander. Hi Steffi. Hi Steffi. Gute Nacht Simone. Hallo Andrea. Hallo Petra. So, alles klar. Wie geht's euch denn? Hier in Salzburg war es heute regnerisch und so unangenehm kalt. Obwohl ich sehr gut angezogen war, hat es mich von innen her so richtig durchgefroren. Ich bin jetzt gerade eingetroffen, bin in den Livestream rein und konnte nicht mitverfolgen, was ihr jetzt gerade für ein Thema hattet. Ah, okay, der Andrea geht es super. Okay, das ist schön zu hören. Es ist manchmal auch wichtig, dass, wenn es einem auch nicht so gut geht, wenn gewisse Spannungen hier sind, dass man sich trotzdem nicht von diesen Spannungen reinziehen lässt. Also dann mögen sie hier sein, diese Spannungen. Ihr kennt sie alle, diese unguten Stimmungen, Spannungen, die es durch irgendwelche Probleme geben kann. Aber so gut es geht, immer auf dem Beobachtungsstatus verbleiben. Nicht sich hineinziehen lassen von diesen Spannungen und Stimmungen, sondern sie betrachten, ansehen, aber nicht reinziehen lassen, festhalten und reinziehen lassen. Es funktioniert. Einfach immer, okay, es ist hier, diese Spannung, diese Stimmung, und ich sehe auch ein wenig meine subtilen Gedankengänge, die sich vielleicht genau um dieses Problem wälzen und deshalb sich auch diese Spannung erhalten kann. Irgendein Problem, ein Beziehungsproblem, ein arbeitstechnisches Problem. Und dann wird man sehen in dieser Beobachtung, dass es genau diese Beschäftigung, diese subtile Beschäftigung ist, dass
diese Spannung aufrechterhält. Also, so beobachten ist sehr interessant, kann sehr viel bringen. Es kann Gelassenheit, losgelöst sein von diesen gedanklichen Bildern und Erinnerungen, die ich sehr oft festhalte. Und natürlich andersrum, wenn es gut geht, ist es genial. Es inspiriert. Es inspiriert. Da geschehen viele schöne, tolle Sachen. Das kann man nützen. Nur mit diesen spannungsgeladenen, mit diesen nicht so gut anfühlenden Stimmungen und Gefühlen ist es nicht unbedingt notwendig, sie länger anzuschauen als nötig. Diese Stimmungen zu sehen, genügt und dann beim Sehen bleiben und nicht dort reingehen. Wie immer das auch geschehen ist in der Vergangenheit, beim nächsten Mal so schnell es geht, damit aufhören. Aufhören, diese Stimmung aufrechtzuerhalten, sondern bei dieser Beobachtung bleiben. Nichts tun, einfach nur beobachten, anschauen und sonst gar nichts. Und dann wird dieses Gefühl verschwinden. Diese Stimmung wird verschwinden, weil niemand da ist, der dieses Stimmungsgefühl aufrechterhält. Versuchen, die Schwingung wieder anzuheben, aus dem Kreis heraustreten. Super. Super. Mit Doppel-P. Genau das geschieht. Genau so funktioniert es. In diesem Moment ist man aus diesem Kreis herausgetreten. Aus einem Kreis, der sich nicht gut anfühlte, ist man herausgetreten. Also man befand sich in einem Kreis drinnen, der sich nicht gut anfühlte. Die Beobachtung bedeutet heraustreten. Dieses Heraustreten bedeutet losgelöst sein von diesem Kreis und dessen Inhalte. Sehr schön. Das ist super. Das bedeutet einfach wirklich, ja, dir selber zu glauben, dir selber zu vertrauen und nicht diesen vergangenen Erinnerungen und Erfahrungen. Die sind sehr gut und wichtig, sind aber nicht du. Du bist das Bewusstsein, du bist derjenige, der mit all diesen Dingen arbeitet, sie hervorholt und sie sieht und mit diesen Dingen arbeiten kann. Anhand von vergangenen Erfahrungen den jetzigen Moment anzugehen, zu verbessern, die sehr oft in ja, materieller Form geschehen muss, wenn man irgendetwas macht, irgendetwas tut, irgendetwas baut, irgendetwas konstruiert. Oder ganz einfache Sachen, sein Fahrrad holt. Das sind alles nur technische Sachen. Aber du bist das Bewusstsein, der Antrieb dahinter. Manchmal hängt man einfach fest an diesen Erinnerungen. Und man muss sich ins Bewusstsein rufen, es loszulassen, anders zu betrachten. Ja, genau. Es ist genau ja, was geschieht. Sobald du das tust, sobald du
dir das ins Bewusstsein rufst, heißt das, du bist jetzt. Du hast dich jetzt hierher geholt, zu diesem Moment. Das heißt, du bist dir bewusst geworden. Alleine die Tatsache, dass du das siehst, heißt, du bist jetzt hier und jetzt. Du bist aus der Vergangenheit ausgestiegen und aus der Zukunft. Du bist jetzt hier, hast dich hergeholt. Du hast gesagt, okay, ich bin jetzt hier. Ich sehe, dass ich denke. Ich sehe, dass ich dieses Problem wälze. Ich sehe auch mein Gefühl, körperliches Gefühl, das sich ereignet. Das bedeutet, du bist jetzt. Und jetzt gilt es nur noch, dir selber zu vertrauen und das Vertrauen in diese vergangenen Ereignisse, diese Bilder, diese Projektionen zu entziehen. Dieses Vertrauen zu entziehen und dir selber als dein Hiersein zu vertrauen, gerade jetzt. Das ist Heilung. Das ist Heilung. Also Heilungen im geistigen Bereich. Man wird heil, man wird ganz. Ansonsten ist eine Verstrickung hier. Man möchte das machen und man möchte das zur gleichen Zeit aber so machen. Es ist eine Schizophrenie, manchmal hoch 10. Also man ist nicht ganz heil. Man ist immer heil. Das ist Tatsache. Doch illusionär schaut es so manchmal schaut es illusionär so aus, als ob dies nicht so wäre. Doch wenn du jetzt sagst, Petra, ja, ich erkenne das, ich sehe das, in diesem Moment bist du heil. Ganz. Du bist völlig hier. Du hast die Übersicht über den ganzen Prozess gewonnen. Jo, das ist super. Und schon treffen wir uns wieder. Das ist eben auch sehr interessant, dass man sich nicht mehr so lange mit irgendwelchen Geschehnissen abgibt, mit irgendwelchen Dingen, die geschehen sind, dass man es so schnell wie möglich abschließt, dass man sich nicht unnötig in schlechte Gefühle rumsuhlt, sondern einfach schnellstmöglich damit aufhört oder aus dem Kreis heraustritt, aus diesem Kreis des sich nicht gut fühlens. Das ist auch die Zeit. Diese Zeit, in der wir jetzt eingetreten sind, in dieses Zeitalter des Lichts und der Liebe, ist genau das, das sich annehmen, das sich selbst lieben, das sich gern haben, das die Freude am Hiersein. Und da gilt es, gar nicht mehr allzu lange mit den alten, gewohnten Mustern sich abzugeben, sondern im Nu sich wieder in den Moment zu bringen, und im Moment findest du dich selber. Alles ist im Moment. Es ist immer alles okay. Genau, Josef. Es ist immer alles okay. Auch wenn es manchmal schwierig ist, es anzunehmen, ich weiß es. Aber darum reden wir. Es ist alles egal, ob wir jetzt miteinander reden oder ob wir mit anderen Menschen reden. Spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass wir wirklich uns als okay annehmen. Dass es okay ist und dass unser wahres Hiersein nichts mit einem schlechten Gefühl zu tun hat. Das wahre Hiersein sieht das schlechte Gefühl, aber ist es nicht. Ein großer Unterschied. Das wahre Hiersein sieht
was gesprochen wird, sieht alles Wahrnehmbare, aber ist es nicht. So sieht es aus. Und das wahre Hiersein ist völlige Zufriedenheit. Und dies gilt es anzunehmen. Und deshalb auch jetzt nicht mehr allzu lange sich in Spannungsproblemen rumtun, irgendwie dort rumsuchen und rum, so das, was immer geschehen ist, sondern vielmehr sofort brechen. Diese Psychoanalyse hat noch nie was gebracht, außer vielleicht für einen kurzen Moment Ruhe, aber ein kleiner Gedanke kommt und dieser Gedanke verführt einem schon wieder zum alten Muster, zum alten Problem. Und genau das ist nicht nötig, man muss das gar nicht analysieren, sondern so, wie die Petra vorher gesagt hat, sich ins Bewusstsein bringen, halt, 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 Moment, wo gehe ich denn schon wieder hin? Alte Schiene, altes Muster. In diesem Moment, wenn dies erkannt wird, fertig. Gar nicht mehr rummachen mit dem Problem, das diese Spannung verursacht, sondern einfach wieder sich fühlen im Moment. Denn du bist der Moment jetzt. Das ist jetzt sehr wichtig in diesem Zeitalter, dass man wirklich beginnt, so schnell als möglich sich von alten Mustern zu befreien. Das bedeutet, sich mit ihnen nicht mehr abzugeben, sich in den Moment holen, sie betrachten und damit werden sie sich auflösen. Ist niemand mehr hier, der diesen Mustern irgendwelchen Stoff gibt, damit sie sich davon nähren können, damit sie weiter erhalten bleiben, dann haben sie keine Chance zu existieren, dann lösen sie sich auf und übrig bleibst du, derjenige, der es erschafft. So einfach jeder von euch, wenn er mit Freunden zusammen ist, gar nicht lange Diskussionen aufkommen lassen, wenn es um irgendwelche Probleme geht, die einem auch körperlich zu schaffen machen, sondern gleich in den Moment bringen. Und aus diesem Moment heraus das Problem angehen. Was auch immer das Problem ist, aus diesem Moment heraus das Problem angehen. Denn es ist ein großer Unterschied. Dann bin ich nicht völlig verzagt, völlig fertig, sondern dann kommt immer mehr Coolness in meinem Innern zum Vorschein. Und aus dieser Coolness heraus die Handlungen zu machen. Und diese Coolness wird nicht eine Gleichgültigkeit sein, sondern sie wird sehr, sehr liebevoll sein. Was auch immer das Problem ist, es wird liebevoll angegangen. Das ist auch, was geschieht, was diese Energie der Zeit, die jetzt ist. Das heißt, in diese Liebe eintauchen und diese Liebe annehmen, diese Liebesenergie annehmen und in dieser Liebesenergie verbleiben, darin eintauchen, aufgehen und sich entfalten aus dieser Liebesenergie, die aus diesem Moment herauskommt. Schön. Die Steffi sagt gerade, im Hier und Jetzt ist alles leicht. Atme den Moment. Sehr schön. Atme den Moment. Das ist sehr schön. Manchmal ist es zum Schnaufen. Lieber Gerd, du beschreibst eine öffnende Blume. Ja, das empfindest du doch auch so.
Es ist richtig, die Menschheit öffnet sich. Die Menschheit ist jetzt zu dieser Blume herangewachsen und sie öffnet sich. Sie öffnet sich diesem Licht, dieser Liebe. Nein, sie ist schon offen. Und jetzt heißt es einfach ja. Ja zu dir selbst, ja zu deinem Dasein. Ein tiefes Ja. Liebe für dich selbst. Spürst du die Liebe für dich selbst? Spürst du es für die ganze Welt? Und das Hier und Jetzt ist immer, jetzt auch. Es ist auch hier, wenn man denkt. Das Denken und was das Denken vermittelt, zum Beispiel wenn man ein vergangenes Ereignis denkt, das mag einem das Gefühl geben, dass es vergangen ist, aber es passiert jetzt, es passiert immer hier und jetzt. Und das ist das Wirkliche. Das Gefühl, die Projektion des Denkens und diese Vergangenheit, die damit vermittelt wird, die ist illusorisch, denn sie geschieht in Wirklichkeit im Hier und Jetzt. Ein jeder von euch könnte jetzt eine vergangene Geschichte hervorholen und damit auch das Gefühl bekommen, ja, aber das ist doch Vergangenheit. Stimmt, ist vergangen. Aber sie geschieht jetzt. Und du kannst diese Vergangenheit austauschen gegen ein Gefühl der Zukunft. Nämlich, was du nach dieser Sendung tun wirst, was du morgen tun wirst. Das mag dir dann dieses Gefühl, diese Projektion, was du morgen tun möchtest, mag dir das Gefühl von Zukunft geben. Aber auch nur, weil dieses Gefühl, diese Projektion hier ist. Und all dies geschieht im Hier und Jetzt. So ist es wirklich ein Entspannen im Hier und Jetzt, egal was auch immer geschieht, was man tut. Es ist alles hier und jetzt. Ob man nun Vergangenheit oder Zukunft empfindet, sie geschieht im Hier und Jetzt. So gesehen gibt es keine Vergangenheit und auch keine Zukunft. Es gibt nur das ewige Jetzt. Diesen Moment atmen, das ist sehr schön. Aha, Josef schreibt, es ist für mich eine philosophische Betrachtung. Ist eine öffnende Blume offen oder ist eine öffnende Blume geschlossen? Ja, Peter sagt, wie du es gerne hättest, wie du es wahrnimmst. Also für mich ist das schon ein Symbol. Also wenn du diese Blume ins Spiel bringst, dann ist das für mich schon ein Symbol. Ich habe es bereits schon gesagt, für mich jetzt zu dieser Zeit ein Symbol für das Öffnen der Menschheit zu seinem wahren Sein, zu seinem Licht, zu seiner Liebe, die immer hier ist. Und das ist für mich gleichbedeutend mit Licht. Und diese Blume ist gewachsen. Ist durch diese Erde, das sind diese, die Erde ist diese ganze Erfahrung, die der Mensch gemacht hat. Das ist die Erde, durch das diese Blume hindurchgewachsen ist. Bis sie dann herausgekommen ist, zur Knospe geworden ist und nun eben diese Knospe sich öffnet. Also ganz langsam sich diesem Licht öffnet. Und das ist dann der Moment, wo immer mehr Menschen dieses Licht erfahren. Dieses Licht, was in Wirklichkeit immer im Herzen eines jeden Menschen ist, aber jetzt ganz eindringlich von immer mehr Menschen wahrgenommen wird. Eben weil diese Blume sich öffnet und Licht in diese Blume kommt. Licht wird. Also so sehe ich es.
Ich glaube, das Bewusstsein öffnet sich wie eine Blume. Ja, sehr schön. Die Blume ist ja eigentlich im Innen. Im Außen nur zu sehen, um zu verstehen mit dem Herzen. Super. Durch den Blick mit den Augen. Sehr schön. Und so sind wir eigentlich alle im Herzen. Alles, wir, jetzt sind wir im Herzen. Wir sind im Herzen. Wir treffen uns. Wir fühlen uns jetzt. Weil wir im Herzen sind. Das ist schön. Ciao Petra, gute Nacht. Buona notte. Ja, das ist wirklich eine gesegnete Zeit. Das ist wirklich ein Segen. Der Segen des Hierseins überhaupt, des Daseins, dass wir jetzt hier sein dürfen, miteinander sprechen dürfen, einfach hier sein dürfen. Einfach dieses Hiersein ist ein Segen. Und dann kommt noch dieser Segen, dass die Menschheit jetzt gerade die Schwelle überschritten hat zu einem Zeitalter der Erleuchtung, des Lichts, der Liebe. Also zu einem Zeitalter, wo nun all die alten Muster, all die alten Programme, die bisher wichtig waren, sehr wichtig waren, aber nun ihre Wichtigkeit verloren haben oder jetzt nicht mehr wichtig sind. Und deshalb losgelassen werden müssen. Und losgelassen werden müssen heißt eigentlich nur, dass das Licht im Herzen so groß geworden ist, dass dieses Licht, dass dieses Herz all diese Muster sehr genau wahrnimmt. Diese Wahrnehmung bedeutet loslassen. Denn in diesem Moment sieht man, dass man eigentlich gar nichts hält. Man hält gar nichts. Es ist alles nur ein Wachsen. Es ist alles nur ein Erschaffen, aber nicht ein Halten. Ein Halten ist nur illusorisch. Und das ist eben, weshalb es uns so oft Schmerz gebracht hat, weil wir gedacht haben, wir können gewisse Dinge halten. Sei es in Beziehungen, sei es Dinge, haben wir gedacht, wir können es halten. Aber wir haben gesehen, dass das alles sich verändert, ein Halten nicht möglich ist. Und das hat uns großen Schmerz gebracht und Leid gebracht. Doch jetzt ist dieses Licht so groß, dass eben das genau gesehen wird. Und dieses Sehen hat es nicht nötig, sich an irgendetwas zu halten. Dieses Sehen erfreut sich einfach an dem Dasein, an dem, was gerade ist. Dieser Moment jetzt ist der größte Moment. Dieser Moment ist der erfüllendste Moment. Es gibt nichts Erfüllenderes als wie dieser Moment. Dieser Moment kommt nicht mehr wieder. In der Erinnerung können wir diesen Moment holen. Das ist die Erinnerung. Auch schön, wunderbar. Aber jetzt ist dieser lebendige Moment. In diesem Moment, dieser lebendige Moment, lernen wir jetzt immer mehr zu leben. Das bedeutet Liebe. Das bedeutet Liebe, die nicht einteilt, die nicht bewertet, die nicht sagt gut, schlecht, böse, sondern einfach nur liebt. Das ist es jetzt eben, dieses Herzleben. Ja, das ist doch schön.
jetzt muss ich euch gerade noch was anderes erzählen. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Und jetzt werde ich mir nachher, wenn die Sendung beendet ist, werde ich mir so ziemlich große Nudeln machen. Die habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin. Das sind wirklich so große Dinger. Und die werde ich mir dann zubereiten. Ist mir jetzt gerade eingefallen. Jetzt habe ich euch wahrscheinlich auch noch Appetit auf irgendwas gemacht, so spät abends. Okay, das ist ja, das kommt vielleicht noch als Nachspeise. Warum musstest du mir das jetzt sagen? Eine gute Schoki. Es lag in der Luft, diese Schocke, es hat sie richtig aufgedrängt. Haut auf den Tisch, bei mir ist sie im Kasten. In der dritten Regalreihe, etwas weiter hinten, müsste sich noch eine Schocke befinden, ich hoffe es. Und jetzt mache ich ein bisschen Werbung, aber ich mag sie sehr gerne, ich mag die Ritter Sport. Ist eine meiner Lieblingsschokoladen. Der Josef Dunkel-Jockey unterm Bett, gib es zu. Also, mit der Schoki muss, ist es schon eine Geschichte. Wie mit allem. Also, wenn man es zu viel nimmt, dann, es gibt so eine Schwere, das mag ich dann überhaupt nicht. Es gibt eine körperliche Schwere, das ist gar nicht so angenehm. Deshalb habe ich es schon ziemlich im Griff, dass ich weiß, wie viel. Aber ja, warum nicht? Ein guter Schock. Rittersport Nougat. Das gibt es jetzt übrigens auch in Bio-Version. Ist allerdings ein Stück teurer. Bio. Weiß ich nicht. Es fällt mir gerade ein, weil wegen Bio hab ich denen auch schon erzählt. Wie nennt man eigentlich einen schwergewichtigen Vegetarier? Das ist eine Biotonne.
Ja, wenn wir dann auch schon gerade beim Essen sind, können wir mal austauschen. Jetzt ganz normal über das Essen einfach zu reden, das macht doch auch Spaß. Also einer meiner Lieblings Biologe. Also eine meiner Lieblingsspeisen, ihr würdet es kaum glauben, aber es sind Kartoffeln. Mit Kartoffeln kann man allerhand Sachen machen, aber eines meiner Lieblingsgerichte ist ganz einfach. Einfach nur diese Kartoffeln kochen, sie dann schälen, in Scheiben schneiden, dann natürlich, das muss man noch warm, die Kartoffeln müssen noch warm sein, und dann ein wenig Butter drauf auf so eine Scheibe, dann Salz, ein wenig Kräuter, ein kartoffelianisches Gericht. Mit Butter und Salz, genau. Jetzt weiß nicht, seid ihr von Deutschland alle, nennt man es Pellkartoffeln. Das ist ja wie beim Was bin ich? Der Kandidat hat 10 Punkte. Ösi. Pellkartoffeln mit Butter und Salz. Ah, okay. Erdäpfel. Da kriegt man so richtig Hunger, nicht? Jetzt vorher diese Nudeln und jetzt diese Kartoffeln. Was das so alles ausmacht, allein dieses Gedankliche, diese Vorstellungskraft im Menschen und was es im Körper auslöst. Das ist doch spannend. Aber trotzdem sieht man es, man erkennt es. Das heißt, da ist ein gewisser Abstand hier. Man kann jetzt natürlich es sofort versuchen, hinzugehen, den Kasten zu öffnen, die Kartoffeln rauszuholen, die Nudeln rauszuholen und beginnen zu kochen. Aber man kann es noch betrachten. Man hat immer diesen Betrachtungsmodus. Die Kalorien kommen schon angekommen. Ach ja, gestern hatte ich Kartoffeln. Fällt mir jetzt gerade an. Drum bin ich gerade wahrscheinlich jetzt auf das gekommen. Pellkartoffeln gemacht. Ja, ihr wisst den. Wenn es dann mal so weit ist, wenn es dann heißt, hey Schatz, wo steht mein Essen? Im Kochbuch, Seite 13. Dann wisst ihr Bescheid. Also nicht so weit kommen lassen. Hallo Shandara. Also für die neu dazugekommenen, wir sind jetzt gerade beim Essen. Zumindest im feinstofflich gedanklichen, mentalen Bereich. Aber das macht auch schon ganz schön Hunger. Und
erkennen zur gleichen Zeit, dass wir dies alles von einem gewissen Abstand aus beobachten und betrachten können und deshalb auch zur gleichen Zeit damit spielen können, ohne dem gleich zu folgen. Das ist dann auch noch so ein interessanter Nebeneffekt. Ah, Ingwertee. Das ist klasse. Ich habe mal so vor 20 Jahren, habe ich sehr intensiv ayurvedisch gekocht. Da habe ich richtig so viele Leute eingeladen. Das war dann auch noch ganz witzig. Ich hatte dort, ich lebte mehr als wie 16 Jahre wie ein Einsiedler in einer sehr kleinen Wohnung. Der Wohnraum selber war gerade mal 14 Quadratmeter und dann hatte ich noch eine separate Küche mit vielleicht 10, 12 Quadratmetern. Ja, und dort unter anderem habe ich dann auch mich sehr mit der ayurvedischen Küche beschäftigt. Zu dieser Zeit war es nicht so einfach, solche Gewürze, diese Zutaten zu kriegen, was dazu gehört. Da gab es dann in Deutschland diesen Indulam. Und dort mit diesem kleinen Heft, der einen zugesandt hat, habe ich dann die ganzen Dinge bestellt, diese Gewürze. Ja, und dann habe ich gekocht und in diesem 12 Quadratmeter Raum, ich glaube, wir waren einmal, also ich sag mal, mindestens 12 Leute. Das war dann ziemlich gefüllt drin. Aber es hatte ziemlich Spaß gemacht. Jeder hat mitgeholfen. Es war genial. Und weshalb ich jetzt auf das komme, Ingwer war da immer sehr wichtig. Ingwer, das war immer sehr wichtig für die Schärfe zuständig, immer für den Geschmack natürlich. Ingwer war da sehr oft dabei. Oder beziehungsweise ist dabei. Das ist etwas, eine Hauptzutat, etwas der wichtigsten in der ayurvedischen Küche, aber auch im medizinischen Bereich. Jo! Geniale! Vor einigen Jahren haben wir, Rose und ich, eine Heilfastenwoche eingelegt. Während dieser Zeit kamen wir nie zum Kochbuch gewesen. Das ist hart. Aber ein schönes Experiment. Das glaube ich. Das denke ich mir, dass das Spaß gemacht hat und schön war. Seid ihr da auch noch zu einem bestimmten Ort gefahren? Oder war das in der Nähe von euch? Oder war das dann noch wo in einer Gruppe wart und das gemeinschaftlich gemacht habt, diese Heilfastenwoche? Ah, okay. Es ist immer schön, wenn man so etwas so gemeinschaftlich mit einem Partner machen kann, den man gern mag. Es macht dann auch richtig Spaß, wenn du sagst, es ist schön. Ja.
Der hat mir heute noch eine Geschichte erzählt. Zwei Elefanten sehen zum ersten Mal einen nackten Mann. Darauf der eine zum anderen: Boah, wie zum Teufel kriegt der sein Essen in den Mund? Ja, da wird sich der Elefant schon gefragt haben, wie das geht. Oder da war dann auch noch, wie ist der, mit dieser, da sagt die Frau zu ihrem Mann: Hey, in der Küche passieren die meisten Unfälle. Dann sagt der Mann: Ja, und ich muss immer essen. Der war doch gemein. Fragt der Ober den Gast: Befanden Sie das Filetsteak, mein Herr? Und der Gast sagt: Ganz zufällig, als ich das Gemüse beiseite schob. Wie war das mit dem Hasen, wie die das Gemüse weggefressen haben? Warum haben Elefanten rote Augen? Warum haben Elefanten rote Augen? Haben die rote Augen? Vielleicht vom schnellen Gehen und vom Fahrtwind, vom Gehwind, der dann entsteht. Nun sag. Wie war das mit dem Hasen, die dir das Gemüse weggefressen haben? Damit sich Elefanten besser im Kirschbaum verstecken können. Aha, das ist schlau. Eine gute Tarnung. Vor allem für einen Elefanten. Dann kann man sich fragen, was ist dunkel und blinkt immer rot? Ein Elefant in der Nacht, wenn er blinzelt. In einem Kirschbaum. Also ich habe noch keinen Elefanten im Kirschbaum gesehen, aber man kann sich es vorstellen, so wie vieles vorstellbar ist. Kirschbäume bringe ich immer mit Japan in Verbindung. Da war ich. Es gibt da einen ganz berühmten japanischen Architekten, der heißt Tadao Ando. Vielleicht kennen ein paar von euch diesen Architekten. Er arbeitet sehr viel mit Beton, aber er macht das sehr, sehr feinfühlig. Und zum Beispiel seine Betonbauten, die er macht, am liebsten in Landschaften, wo Kirschbäume sind.
Und diese Betonbauten dürfen nicht höher sein als wie die Kirschbäume, die sich dort befinden. Und natürlich darf kein Kirschbaum wegen diesem Bau weichen. Das ist eine interessante Philosophie. Man geht sehr achtsam mit der Umgebung, mit der Natur um und versucht dann, seine architektonischen Werke dort harmonisch einzubinden. Jo, da fällt mir noch ein ein, sagt der Gast, Herr Ober, ich will dinieren. Sagt der Ober, die Nieren sind aus. Okay, Chantala. Dann wünsche ich dir noch eine gute Nacht und bis bald. Ja, es ist alles, jedes Tun ist interessant. Alles ist Kunst, Kreativität. Wenn es vom Herzen kommt. Im Herzen kommen heißt von dieser Reinheit, von dieser Unschuld, von diesem klaren Licht. Alles, was von dort kommt, sich aus diesem Ort entfaltet, ist schön. Gute Nacht, Chandala. Ja, liebe Leute, das hat mich heute gefreut. War eine schöne Zeit. War schön, dass ihr noch bleibt. Ein wenig im Chatbereich. Dann wünsche ich euch auch noch allen eine gesegnete gute Nacht, noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und ich freue mich schon wieder bis zum nächsten Donnerstag. Eine schöne Zeit werden, wo wir nur. Ich
ihr Lieben, Steffi, Andrea, Josef und all die anderen, die noch jetzt dabei waren. Alles Liebe, Licht und bis jetzt, auch sonst spätestens bis nächsten Donnerstag. Tschüss.